Ho, 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 einen wunderschönen guten Tag, liebe YouTube-Welt, grüßt euch meine Twitch-Freunde zu einem weiteren kleinen Video. Ja, zum einen möchte ich kurz sagen, vielen, vielen Dank für 300 Abonnenten, die wir gestern geknackt haben. Ja, freut mich wirklich sehr. Ich meine, klar, für andere ist das lächerlich, aber für mich ist das eine ganz schöne Sache. Und gerade in den letzten zwei, drei Wochen, natürlich auch aufgrund der Giveaways über die Adventszeit, haben wir schon einen ganz schönen Sprung nach oben gemacht. Und ja, finde ich cool. Ich hoffe, euch gefallen auch die anderen Videos oder ihr lernt irgendwas in den anderen Videos, die ich mache. Aber ja, freut mich sehr, dass ihr den Weg hierher gefunden habt. Und dann letzte kurze Information natürlich noch. Morgen endet dann Giveaway Nummer 3. Also hier oben ist kurz eingeblendet, das Advents-Giveaway Nummer 3, wo ihr insgesamt 45 Packs gewinnen könnt. 3x15 werden verlost. Endet morgen. Und morgen startet dann das vierte Advents-Giveaway, wo eventuell noch ein paar mehr Packs verlost werden. Also wenn ihr noch Packs gebrauchen könnt, ist da wirklich nicht viel dabei, dann kann ich euch das sehr empfehlen. So, jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Thema. Ja, es war ein Patch, Patch 19.2. Und ich dachte, wir reden jetzt mal im Nachgang über die Themen. Wir fangen an mit dem Belohnungsweg und dem Battle Pass. Hat sich der Belohnungsweg verbessert? Inwiefern hat er sich verbessert? Ist er jetzt besser als vorher? Lohnt sich der Battle Pass? Das werden wir jetzt hier mal machen und dann werden wir in ein, zwei Tagen darauf eingehen, wie hat sich die Meta verändert. Also erstmal jetzt die knallharten Belohnungsweg-Fakten, ja, das Money. Und dann in dem nächsten Video oder so dann die Meta, der Patch, die Ladder, wie hat sich die Ladder verändert, zum Guten oder zum Schlechten. Ja, wir gucken uns 19.2 also mal genau an. Natürlich habe ich das wieder mal nicht selber durchgerechnet, weil ich bin kein Mathematiker und zu doof. Deswegen habe ich das Hearthstone Top Decks machen lassen. Also natürlich, Hearthstone Top Decks, eine absolut klasse Seite. Ich linke euch diese ganze Seite, die ich hier gerade auch habe, linke ich euch in die Beschreibung. Kann ich euch nur sehr empfehlen, wirklich. Ist eine tolle Seite, gucke ich sehr gerne nach. Und da habe ich meine Infos her, die ich euch jetzt weiterreiche. Das will ich euch natürlich sagen. Ja, wir fangen an mit dem Belohnungsweg, und zwar der Belohnungsweg wurde verändert um 37.000 EP. Also man braucht, um zu Stufe 50 zu kommen, 37.000 Erfahrungspunkte weniger. Das sind ungefähr 20%. Und jetzt ganz viele von euch haben sich im Stream gewundert, warum sie nur so wenige Level gemacht haben. Ich bin nur ein Level gesprungen, ich bin nur zwei Level gesprungen. Und das kann man an dieser Tabelle jetzt mal unfassbar gut sehen, oder kann ich es euch mal erklären. Also ich habe es immer versucht zu erklären und ich hoffe, es haben auch einige verstanden. Aber es war immer nicht so einfach. Also, die meisten von euch, die nur ein, zwei Level gesprungen haben, die waren irgendwo so hier, zwischen 30 und 40. Oder die meisten waren sogar so zwischen 33 und 38. Ja, da waren die meisten von euch und sind halt nur ein, zwei Level gesprungen. Das liegt halt daran, dass sich da nicht viel getan hat. Hier, ihr seht, 4100 EP, 4500 EP. Diese ganzen EP, die brauchte ich auch noch ungefähr. Oder ich war ja schon Level 50, also ich bin ein, zwei Tage vorher Level 50 geworden, bevor der Patch kam. Und das ist die gleiche EP, die man vorher auch braucht. Das heißt, da hat sich gar nicht viel geändert. Geändert hat sich was in den hinteren Leveln. Hier, da hat sich richtig dicke was geändert. Von 49 auf 50 brauchte ich unter dem alten System 9300 EP. Und jetzt 5000. Ihr seht, alle 5000, alle bei 5000 gecapped. Und alleine hier brauchte ich beim letzten Level 9300. Und da braucht man jetzt schon nur 5000. Das heißt, das sind 4300 EP. Und wenn ihr noch nicht da wart, dann habt ihr diese 4300 EP ja gar nicht erst umsonst ausgegeben. Und genauso hier brauchte man irgendwie 8700 und hier brauchte man 7000 irgendwas und hier brauchte man 7200 und 6000 und so weiter und so fort. Also die dicken Erfahrungspunkte, die man gespart hat, die stecken alle in den letzten 5, 6 Leveln. Und ein paar halt schon, also wahrscheinlich stecken ein paar Erfahrungspunkte auch schon hier, irgendwie hier 300, hier vielleicht 600, keine Ahnung. Also hier stecken ein paar, aber die richtig dicken Tausender, die absolute Masse, die steckt halt in den letzten 5, 6 Leveln. Das heißt, wenn ihr da noch nicht gewesen seid, also wenn ihr hier noch nicht wart, dann macht ihr keinen riesigen Sprung nach vorne direkt, sondern springt halt nur ein, zwei Level, weil ihr nur ein bisschen Erfahrungspunkte gespart habt. Aber ihr müsst ja dann dafür trotzdem hier am Ende viel weniger machen. Ne? Das ist vielleicht mal kurz die Erklärung dafür, warum ihr so wenig Level gesprungen seid. Weil die großen, dicken Erfahrungspunkte, die stecken halt erst in den letzten Leveln. Und wenn ihr da noch nicht wart, dann spart ihr halt, wenn ihr da hinkommt, aber nicht vorher schon. Aber wie gesagt, ihr seht, also hier wirklich von 49 auf 50 spart man 4300 EP. Das ist halt fast die Hälfte, die man weniger braucht. Ja, das war die eine Sache, die ich mal kurz erklären wollte.
Und jetzt machen wir es ganz einfach. Ist der Battle Pass besser oder ist er schlechter? Und da kann man im Endeffekt sagen, er ist besser um einiges für so gut wie jeden. Also man kann nicht jeden Spieler, der eine spielt 3 Tage und erfüllt 6 Quests, der andere spielt jeden Tag, erfüllt 100 Quests, der andere spielt 5-mal die Woche und erfüllt trotzdem nur 3 Quests. Also man kann nicht jeden Spieler abbilden. Man kann nur versuchen, was schaffen die Leute, was machen die Leute. Und da kann man einfach sagen, dass wenn ihr alleine nur die Quests macht, also wenn man nur jeden Tag sich einloggt und eben die Quest macht und natürlich die Weeklies erledigt, aber die Weeklies sind so einfach und da hat man 7 Tage für Zeit. Also wie gesagt, die schafft man dann neben den Dailies. Insofern, wenn ihr nur die Dailies und nur die Weeklies macht, allein dann werdet ihr jetzt schon Level 94. Also nur einloggen, Dailies erledigen, Weeklies erledigen, dann würdet ihr schon Level 94 werden. Und wenn ihr dann noch ein paar Achievements macht, ein paar Duels Achievements oder sagen wir mal, ihr macht ein paar Achievements mit den Klassen halt, dann könntet ihr locker auch nochmal 10 Level drauf bekommen und werdet schon bei Level 100 oder so. Ohne dass ihr groß irgendwie jetzt stundenlang spielt. Nur einloggen, Quest erledigen, nebenbei 1-2 Achievements machen, irgendwie zwischen 90. Dann werdet ihr schon Level 90 bis 100. Das heißt, ihr habt Level 50 locker erreicht, ihr habt alle Belohnungen bekommen und ihr habt dann noch etliches an Gold extra bekommen. Und ich sag mal wirklich, alle Quests, also nur eben einloggen, die Quests erledigen, das würde ich sagen, ist ja noch auf jeden Fall casual. Oder, ich meine, wenn man unter casual wirklich versteht, ich logge mich einmal die Woche ein oder zweimal die Woche, ja okay. Aber die haben auch vorher nicht viel Gold gemacht und die haben auch vorher die Quests nicht erledigt. Insofern, auch der sollte immer noch profitieren oder zumindest nicht schlechter dastehen. Aber ja. Und das sind so, wenn ihr also nur die Dailies macht und die Weeklies macht und ein bisschen Achievements und Level 100 erreicht, dann kriegt ihr um die 10.000 Gold. Ja, dann solltet ihr es schaffen, dass ihr um die 10.000 Gold bekommt. Also hier ist es durchgerechnet. Die gehen von einem Spieler aus, der die Dailies erledigt, der die Weeklies erledigt, der ein bisschen Achievements macht und der halt so ungefähr 1 Stunde spielt am Tag. Der vielleicht, also es gibt ja vielleicht auch mal Tage, da spielt man 3 Stunden, aber so circa 1 Stunde am Tag spielt. Und da rechnen die das hier so aus, dass man dann zwischen 9.650 und 11.150 Gold bekommt. Ja? Und ich meine, so viel Gold hatte ich früher. Das war ungefähr die Menge an Gold, die ich vor einer Erweiterung hatte. Also in dem alten System. Zwischen 9.650 und 11.150, das ist so das, was ich vorher hatte. Und ich habe ja nicht 1 Stunde am Tag gespielt, ich habe sehr, 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 sehr viel gespielt. Ich habe 4, 5, 6, 7, 8 Stunden am Tag gespielt und hatte trotzdem nur ungefähr die Menge, die jetzt Spieler bekommen, die nur eben Dailies, Quests erledigen und vielleicht ein Stündchen spielen. Und dann ist es logisch, wenn ihr mehr spielt, also spielt ihr mehr als 1 Stunde am Tag, dann könnt ihr damit rechnen, dass ihr auch irgendwie 12.000, 13.000 Gold bekommt. Spielt ihr weniger als 1 Stunde am Tag, dann kriegt ihr vielleicht nur 8.000 Gold, 9.000 Gold oder ihr erfüllt nicht jeden Tag jede Quest. Das macht natürlich viel aus, also wenn ihr wirklich die Quests liegen lasst, dann macht das enorm viel aus und dann müsst ihr natürlich damit rechnen, dass es wirklich weniger gibt. Aber jetzt, wo die Quests noch genervt wurden, also die Quests wurden genervt, wenn ihr die 3 Siege-Quests habt, ihr könnt spielen, aufgeben, spielen, aufgeben, spielen, aufgeben. Also ihr könnt die Quests so schnell erfüllen, ihr müsst also ungefähr, für einige Quests muss man 30 Sekunden Hearthstone spielen. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst. Wenn ihr eine Quest habt mit, ihr müsst 3-mal mit Magier gewinnen, ihr könnt und unranked spielen, also ihr spielt unranked, spielt, gebt auf, spielt, gebt auf, spielt, gebt auf, die Quest ist erledigt. Das dauert 30 Sekunden, eine Minute und die Quest ist fertig und ihr habt 1300 EP mehr oder 1200 EP mehr. Insofern, das sollte man wirklich machen und dann kann man einiges aus dem neuen System rausholen. Ja. Also insgesamt, jeder Spieler, der viel spielt, kann irgendwie 17.000 bis 20.000 bekommen. Der wenig spielt, kriegt halt so 10.000 oder der Casual kriegt so 10, 11, 12.000 und der wirklich wenig spielt, kriegt vielleicht irgendwie 6, 7, 8.000. Insgesamt kann man aber sagen, ist das neue System jetzt besser für die meisten, für, denke ich mal, 80-90% auf jeden Fall besser oder wirklich fast für alle. Ich habe keine Ahnung, für wen es nicht besser sein soll. Ob es einem zu wenig besser ist, das kann ja jeder selber entscheiden, aber ich denke mal, mehr konnte man jetzt auch nicht erwarten. Das Blizzard einem jetzt nicht
30, 40.000 Gold hinterher schmeißt. Das ist, denke ich, auch klar. So, dann kann man noch die Frage beantworten, lohnt sich der Battle Pass, der Tavern Pass, also für 20 Euro? Und auch da wurde ausgerechnet, also da wurde der Durchschnittswert genommen von irgendwie 300 Gold pro Stunde. Dann wurden diese 10% angesetzt und dann kriegt man ja 15, 20. Also die haben es auch ganz gut durchgerechnet, denke ich, dass es einigermaßen durchschnittlich ist. Und sie kommen halt darauf, dass man ungefähr 2.000 Gold mehr macht. Also man macht, wenn man diesen Battle Pass kauft für 20 Euro, ungefähr 2.000 Gold mehr. Was sind 2.000 Gold? 2.000 Gold sind 20 Packs. Insofern, man merkt, Blizzard macht nichts einfach so. Oder ich meine, Blizzard rechnet alles aus. Ja? Der Battle Pass kostet 20 Euro, du kriegst 20 Packs. Was kosten 20 Packs, wenn sie im Shop wären? Auch ungefähr 20 Euro. Also das, ich denke, diese Rechnung passt schon sehr, sehr gut. Und genau diese Rechnung hat wahrscheinlich auch Blizzard gemacht und hat gesagt, okay, das Ding kostet 20 Euro, weil man kriegt 20 Packs dafür. Insofern, wenn ihr im Shop 20 Packs für 20 Euro kaufen würdet, dann könnt ihr den Battle Pass auf jeden Fall kaufen. Oder dann spricht nichts dagegen, dass ihr den Battle Pass nicht kauft, weil es sind im Endeffekt 20 Packs. Und jetzt muss man ja Folgendes sagen. Normalerweise im Shop bekommt man 20 Packs und ein Heldenporträt für 20 Euro. Das ist so 20 Packs, ein Heldenporträt, 20 Euro. Das ist so ungefähr der Deal meistens. Hier bekommt man 7 Heldenporträts, eine goldene Karte, einen Kartenrücken und eine Coin, was ich sehr, sehr cool finde. Das alles bekommt man plus, sagen wir mal, 2000 Gold, 20 Packs für 20 Euro. Insofern lohnt er sich, ich würde sagen auf jeden Fall. Das habe ich aber auch vorher mir schon gedacht. Ich finde, 20 Euro kann man schon, lohnt sich schon fast hierfür, könnte man schon 20 Euro bezahlen, weil es wirklich viel ist. Es ist nicht jedes Porträt ist nicht super, aber das vom Krieger ist mega, die letzten vom Schamanen und Dings sind sehr cool, einige von den ersten sind auch in Ordnung. Die Coin ist mega, der Kartenrücken ist okay und die goldene Karte ist halt eine goldene Karte. Insofern, selbst das ist es schon fast wert. Ich meine, ihr müsst es selber wissen, ob euch virtuelle Sachen so viel wert sind. Und dann kriegt man noch 2000 Gold, 20 Packs obendrauf. Und jetzt müsst ihr ja Folgendes bedenken, das ist der Durchschnitt. Also das ist ja, diese 2000 Gold ist der Durchschnitt, wenn ihr normal spielt. Spielt ihr halt ein bisschen weniger oder spielt ihr nur ein-, zweimal die Woche, dann kriegt ihr weniger als 2000. Dann lohnt es sich vielleicht nicht oder dann lohnt es sich weniger. Wenn ihr wie ich 7, 8 Stunden spielt, dann ist das Ding natürlich genial und dann lohnt sich das Ding richtig. Dann sind es wahrscheinlich 3.000, 4.000 Gold, die man mehr macht. Und es sind 30 oder 40 Packs, die man bekommt. Ja, also insofern, wenn ihr durchschnittlicher Spieler seid, ungefähr eine Stunde am Tag oder so, dann müsst ihr mit 2.000 Gold ungefähr rechnen, dann lohnt sich das schon, dann ist es ein normaler Preis. Spielt ihr weniger, lohnt sich es weniger. Spielt ihr mehr als eine Stunde pro Tag, spielt ihr 2, 3 Stunden am Tag oder keine Ahnung, dann könnt ihr eigentlich nichts falsch machen und dann ist das ein sehr, sehr guter Preis und dann sollte man da zuschlagen. Wenn man denn Geld in Hearthstone ausgibt. Wenn man natürlich komplett Free-to-Play ist und man gibt gar kein Geld aus, dann kauft man das ja auch nicht. Aber wenn man durchaus mal Geld ausgibt für gute Angebote, kann man hier eigentlich ruhig zuschlagen. Oder sollte man hier zuschlagen, weil viel besser werden die Angebote, glaube ich, nicht. Ja. Okay, also zusammengefasst nochmal. Wie gesagt, die dicken Erfahrungspunkte, die man spart, stecken in den hinteren Leveln von 45 bis 50. Da spart ihr, wenn ihr vorher wart, seid ihr halt nicht nach vorne gehüpft. Insgesamt für wenig Spieler, auf jeden Fall für Casuals und auf jeden Fall für Leute, die viel spielen, lohnt sich das Ding. Und jeder sollte ein bisschen mehr Gold machen. Jeder sollte so 2.000 bis 3.000 Gold mehr machen als vorher. Und der Tavern Pass lohnt sich auch für Leute, die wenigstens ein Stündchen spielen. Und für Leute, die noch mehr spielen, erst recht. Also, ja. Insgesamt ist das System jetzt wirklich besser als vorher. Da können, glaube ich, wenige wirklich was sagen, dass man sagen kann, es hat vielleicht noch Fehler und es hat vielleicht noch Macken und es kann vielleicht noch besser werden. Aber ich glaube, dass es besser ist als vorher, kann jetzt wirklich kaum noch jemand bestreiten. Und der Battle Pass, wenn man einigermaßen ein Stündchen spielt am Tag, auch dann lohnt er sich. Ja. Okay. Wie gesagt, die Seite verlinke ich euch. Wenn ihr es euch selber mal durchlesen wollt, wenn ihr selber nochmal die genauen Zahlen, die genauen Prozente, die genauen Casual, Nicht-Casual, Gold-Dings, die hier ausgerechnet wurden, wenn ihr euch die lesen wollt, guckt in der Beschreibung nach, Hearthstone Top Decks, der ist der Link.
Morgen sehen wir uns dann zum neuen Giveaway-Video und irgendwann dann nächste Woche besprechen wir einmal die Meta, wie die so geworden ist. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende und ja, auf bald. Hey, vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Unglaublich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lass auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo. Sollte man hier irgendwo sehen können. Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste, ne? Täglich Fulltime auf Twitch unterwegs. Alle Links unten in der Beschreibung des Videos. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund. Ciao.